Also ich habe den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin meine vielen E-Mails gar nicht liest. Deshalb habe ich mich entschlossen, ihr einen klassischen Brief wie früher zu schreiben, mit der Hand. In der Hoffnung, dass sie nicht drumherum kommt, einen solchen Brief zu lesen. Apropos Brief. Ich habe doch heute auch meine Wahlbenachrichtigung erhalten. Und da ich am 24. September keine Zeit habe, habe ich mir mal angesehen, wie das mit der Briefwahl ist. Gar nicht kompliziert. Ich mache hier zwei Kreuze, eine Unterschrift. Dann kommt das Ganze in den Umschlag, eine Marke drauf und dann sende ich beide Briefe zeitgleich ab. Und später bekomme ich dann die Briefwahlunterlagen, die schaue ich mir genau an, fülle alles aus, schicke es auch ab und bin ganz sicher, an der Wahl teilgenommen zu haben. Das sollten Sie auch tun. Übrigens, ich wähle richtig. Wie Sie wählen, weiß ich natürlich nicht.